Nothing compares with you, Lord. Nichts lässt sich mit dir vergleichen. Thank you for Hesed. Thank you for loving kindness, Lord. Danke für dein Hesed, für deine liebende Freundlichkeit. Lord God, compassionate and gracious, slow to anger. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn. Abounding in Hesed. Und überfließend in Hesed. Überfließend. Isn't that wonderful? Das ist wunderbar. There is no end to his mercy. Das heißt, seine Gnade hat kein Ende. It says his mercies are forever. Das heißt, seine Gnaden sind für immer. And they are plural, rachamim. Und dieses Wort Gnade steht immer im Plural, das heißt im Hebräischen rachamim. And it's more like barmherzigkeit, yeah. Because Gnade is grace mostly. Also dieses Wort Rachamim bedeutet mehr Barmherzigkeit, Erbarmen, which has no end. Und diese Erbarmen Gottes haben kein Ende. And it's always saying Rachamim, like life has no end. Das heißt, es wird immer Rachamim bezeichnet, oder so heißt es, genauso wie Leben kein Ende hat. Raham is mercy. But mercies of God have no end. We always say Rahamim. Raham ist Erbarmen oder Barmherzigkeit. Und wir sagen aber immer Rahamim, das heißt, das ist ohne Ende. Chai, Chai is life. Und Chai heißt Leben. But we always say Chaim. Und wir sagen aber immer Chaim. No end, plural. Ohne Ende in der Mehrzahl. So, I came to give you life in an abundance. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben im greater abundance. Im Überfluss. More than enough. Mehr als genug. There's no end to it. Das heißt, es gibt kein Ende davon. Recham in Hebrew means woman, woman's womb. Rach, Recham im Hebräischen heißt Gebärmutter, Mutterschoß. And just as you have those walls that surround the fetus, und wie es diese Wände gibt, die den Fetus umgeben, and they reject all uncleanness, anything, any intruder rejected, und von diesen Wänden wird alles, was da eindringen will, abgewiesen. So it is God, so ist es mit Gott, who protects something precious, der etwas Kostbares beschützt. When we read the last book of the Bible, Malachi. Wenn wir das letzte, Buch im Alten Testament, Malachi 3, lesen, it says that when he appears, Jesus, the Messiah, da heißt es, wenn er, der Messias, wiederkommen wird, he will refine the sons of Levi, wird er die Söhne der Leviten verfeinern, like silver and gold, so wie Silber und Gold. That means you must be silver or gold before you can be refined. Das heißt, du musst ja schon Silber oder Gold sein, bevor du verfeinert werden kannst. If you are not, wenn du das nicht bist, there is nothing to refine. Da gibt es auch nichts, was verfeinert werden kann. So who are you? Wer bist du also? Something precious or worthless? Bist du etwas Kostbares oder bist du wertlos? Are you worth something to protect? Bist du es wert, dass du beschützt wirst? Rachamim. Mit Rachamim. Fighting for, defending. Dass jemand für dich kämpft, dich beschützt. In the name of peace, maybe. Im Namen des Friedenstiftens. God wants you to have a self-worth. Gott möchte, dass du einen Selbstwert hast. Not because of flesh and blood and bones, nicht wegen deines Fleisches und Blutes und deiner Knochen, but because you're precious, sondern weil du kostbar bist. Ask one another, I'm precious. Fragt einmal euch gegenseitig, bist du kostbar oder bist du precious? Was ist nur geantwortet? How many of you said yes, I'm precious? Ja, gesagt, ich bin kostbar. Ja, ich bin kostbar. That's the good beginning. Das ist ein guter Anfang. Because if you're not precious, there's nothing to refine. Denn wenn du nicht kostbar bist, dann gibt's nichts, was da verfeinert werden könnte. There's nothing to fight over, nothing to protect. Da gibt es nichts zu kämpfen und nichts zu beschützen. You don't pick up dirt from the street and hide it somewhere in the safe. Du nimmst keinen Schmutz von der Straße und versteckst ihn in deinem Tresor.
But if you have gold, aber wenn du Gold hast, you know, big bars of gold, einen großen Bar in Gold, you have to have a big safe. Dann brauchst du einen großen Tresor dafür. And a special code to it. Und einen besonderen Code und den Everybody wants to break in and steal it. Und jeder möchte einbrechen und dieses Gold stehlen. So are you, so am I. So bist du, so bin ich. And if I don't think this way, woe to me. Und wenn ich nicht so denken würde, dann wehe mir. If I think that I'm worthless, I can only think when I'm worthless, when I'm repenting. Wenn ich denken würde, dass ich wertlos bin, dann wäre das falsch. Ich bin nur dann wertlos, oder ich denke, dass ich wertlos bin, wenn ich Buße tue. In the presence and the abundance of sin, unworthiness, wickedness, abomination, all these kind of things. Im Überfluss der Sünde, der Bosheit, des Übertretens, da bin ich wertlos. Once I confess it, once I repent, get rid of it. Aber wenn ich das bekenne, wenn ich davon loskomme, suddenly the arms of God come and hug you and say, you're my precious, precious possession. Dann kommt der Arm Gottes und er umarmt dich und sagt, du bist mein kostbarster Besitz. And you have to remember that. Und daran musst du dich immer erinnern. That's how it works. So ist das. Then comes the refinement. Und danach kommt die Verfeinerung. And it's also a joy. Und auch das ist Freude. There's baptism in the Holy Spirit and there's a baptism of fire. Da gibt es eine Taufe im Heiligen Geist und dann gibt es eine Taufe im Feuer. John the Baptist says, I baptize you with water. Johannes der Täufer sagte, ich taufe euch mit Wasser. But he who comes after me, aber der danach will baptize you with fire. Der wird euch mit Feuer taufen. Holy Spirit and fire. Der Heilige Geist und Feuer. He was fulfilling the scripture from Malachi 3. Er hat die Schriftstelle aus Malachi 3 erfüllt. He will sit as a smelter and purifier of silver, and he shall purify and refine the sons of Levi, the ministers of God. Er wird sitzen wie ein Schmelzer und er wird das Silber und das Gold schmelzen und er wird die Söhne der Leviten reinigen. Why? Warum? So that they may present to the Lord offerings in righteousness. Damit sie dem Herrn Opfer in Rechtschaffenheit darbringen können. And we already found out what righteousness is. Und wir haben schon herausgefunden, was Rechtschaffenheit ist. I go back very quickly. Ich gehe noch einmal zurück. And that was in here. Isaiah 32 verse 17. And the work of righteousness will be peace. In Jesaja 32, Vers 17 steht, und die Werke der Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit werden Frieden sein. Offerings of righteousness, works of righteousness is always peace. Peacemaking among people. Die Opfer der Rechtschaffenheit oder die Werke der Rechtschaffenheit sind immer Frieden. Frieden schaffen. And the service of righteousness, und der Dienst der Rechtschaffenheit, quietness and confidence forever, beginning now forever, ist Stille und Zuversicht, jetzt beginnt und für immer dauert. Not some kind of a plasticky righteousness, some made-up stuff. Nicht irgendeine plastische, künstliche Gerechtigkeit. Two men are fighting. Wenn zwei Männer kämpfen, and a peacemaker comes between them. Und ein Friedensstifter dazwischen geht. Talks to one, he talks to the other. Und er redet mit dem einen und mit dem anderen. And they keep peace. Er schafft Frieden. And he says, now come and shake your hands. Und dann sagt er, und jetzt schüttelt euch die Hände. That's righteousness. Das ist Rechtschaffenheit. You see this? Steht ja. Making peace makes righteousness. Frieden schaffen bringt Rechtschaffenheit. Two families are striving. Wenn ganz Streif. Wenn zwei Familien sich streiten, over stupidities, usually, meistens sind das Dummheiten, weswegen da gestritten wird, oder gar nicht. You as a peacemaker have a responsibility, even responsibility, if you want to be called righteous, to go and solve the problem. Dann hast du als Friedensstifter die Aufgabe, du hast die Verantwortung, dahin zu gehen und das Problem zu lösen. It may be in the family, it may be in business. Ob das in der Familie oder im Geschäft ist. Wherever you are the light of this world. Dort, wo du bist du das Licht der Welt. You solve problems, du löst die Probleme, and you bring prosperity, und du bringst Wohlstand. The sooner we start creating peace, the sooner we are prospering.
Je schneller wir anfangen, Frieden zu schaffen, umso schneller werden wir Wohlstand haben. God cannot bless anyone who is in unrest and in a war kind of warlike behaving state. Gott kann niemanden segnen, der in Unruhe ist, in Unfrieden ist und in einem kriegerischen Zustand. Looking after the prosperity of another makes you a peacemaker. Wenn du zusiehst, dass es jemand anders gut geht, dann macht dich das zu einem Friedensstifter. If you bless the king of Israel, David, wenn du den König Israels, David, segnest, and you will listen to what he says, und aber zuhören, was du sagst, and he says, pray for the peace of Jerusalem, und es steht da, bete für den Frieden von Jerusalem, and those that bless and pray for the peace of Jerusalem shall prosper, und die, die beten und Jerusalem segnen, denen soll es wohl ergehen, by saying, may there be peace in your city, and maybe the prosperity in your palaces. I mean, palaces are already prosperous, right? Und es steht da, wie wird das geschehen, indem sie sagen, mögen Friede in deiner Stadt sein und Wohlergehen in deinen Palästen. Obwohl Wohlergehen ja eigentlich in einem Palast normal ist. We're speaking about palaces, not shacks. Ja, wir reden ja hier von Palästen. You say, oh, you already have enough. Und du könntest sagen, ihr habt ja schon genug. Why should I pray for you that you'll be more prosperous? You're already living in a palace. Warum sollte ich für dich beten, dass es dir noch besser geht? Du lebst ja schon in einem Palast. Can I let you in on a great secret? Kann ich dir ein Geheimnis verraten, ein großes Geheimnis? The Jewish saying is, if you bless the rich, ein jüdisches Sprichwort heißt, wenn du die Reichen segnest, upon whom God's smile is, der Reiche, auf dem das Lächeln Gottes liegt, God will smile on you too. Dann wird auch Gott auf dich sein Lächeln geben. And you might be rich too. Und dann könntest du vielleicht auch reich werden. But if you're bitter, wenn du bitter bist, selfish, selbstsüchtig, sour face, ein saure Miene machst, then you always will be so. Dann wird es dir immer genauso gehen. Nothing will change. Dann wird sich nichts ändern. You're just the personality you develop, you are stuck with. Dann steckst du in der Persönlichkeit, die du entwickelt hast, fest. It always comes down to choices. Und all das hat mit Entscheidungen zu tun. I started to bless many rich people. Ich habe angefangen, viele reiche Menschen zu segnen. Be even more prosperous. Sei noch reicher. It doesn't have anything to do with me. I'm not jealous. Und das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich bin nicht eifersüchtig. But I said, don't forget God's kingdom. Don't forget God's work. Aber ich habe jedes Mal gesagt, vergiss dabei nicht das Königreich Gottes und seine Werke. And by doing this, God prospers me. Und indem ich das mache, lässt Gott es mir gut gehen. In every possible way. In jeder möglichen Weise. Remember, you are not Inspector Clouseau. Du bist nicht Inspektor Clouseau. You're not inspecting, you know, how far can I bless you because you're already healthy. Oh, you don't need my blessing for health. Du musst nicht inspizieren, wie weit kann ich dich noch segnen, weil du bist ja schon gesund, dann brauchst du meinen Segen nicht. Oh, you're already a rich, oh, you don't need more. Und du bist ja schon reich, du brauchst ja nicht mehr. You're not God. Denn du bist nicht Gott. You are a servant of God. Du bist nur ein Diener Gottes. If you bless those that God already blessed, wenn du die segnest, die Gott bereits gesegnet hat, in that whole package you will be blessed. Dann wirst du in diesem ganzen Paket auch mit gesegnet. Associate yourself with blessed people and you will be blessed. Wenn du dich mit gesegneten Menschen verbündest, dann wirst du auch gesegnet. Associate yourself with. Ja. If you associate yourself with the peacemakers, you are peacemaker. Wenn du dich selbst mit Friedensstiftern verbindest, wenn du mit ihnen Gemeinschaft hast, dann wirst du ein Friedensstifter. You network. Dann bist du ein Netzwerk. With like people. Wenn du ein Netzwerk mit gleichen Menschen schaffst, when you network yourself with the righteous, you become righteous because you belong to the righteous caste. Yes. Wenn du ein Netzwerk von Gerechten beitrittst, dann wirst du auch gerecht, weil du dann der rechtschaffenen Kaste angehörst. You are in the world, but not of the world. Du bist dann in der Welt, aber nicht von der Welt. The scripture says, do not be unequally yoked with the world. Die Schrift sagt, ihr sollt nicht unter einem ungleichen Joch mit Ungläubigen sein. Jesus, my yoke is easy. My burden is light. Jesus sagte, mein Joch ist leicht, meine Last ist leicht.
Okay, that means when you're yoked with Jesus, das heißt, wenn du mit Jesus unter einem Joch bist, Jesus goes right, wenn Jesus nach rechts geht, you cannot go left, dann kannst du nicht nach links gehen. You're yoked with him, du bist mit ihm zusammengejocht. One pair of oxen yoked together, so wie ein paar Ochsen zusammengejocht ist. If you're yoked with the world, wenn du mit der Welt unter einem Joch bist, which goes away from God, die von Gott weggeht, they will pull you away from God. Dann werden sie dich auch von Gott wegziehen. You have nothing to do with this world. You're in it, but you're the light of the world. Yes. Du hast mit dieser Welt nichts zu tun. Du bist in dieser Welt, aber du bist das Licht der Welt. Amen. Tomorrow will be very nice because I already saw this here when I made a note for myself on day 3. Morgen wird eine ganz besonders schöne Botschaft sein. Ich habe gerade mal geguckt, weil ich mich schon aufgeschrieben habe. I don't want to spill all the pearls, because when it is too tight, too much at once, it's overwhelming. Mm-hmm. Und ich möchte nicht alle Perlen gleich auf einmal geben, weil wenn sie zu eng sind oder wenn es zu viele sind, dann wird es euch überwältigen. We have usually 3 days to build up. Wir haben meistens 3 Tage, um das aufzubauen. Have you noticed that as you dwell under this word and washes you, you become cleaner and cleaner and you go higher and higher and higher. Yeah. Habt ihr gemerkt, je mehr ihr unter diesem Wort seid, umso mehr reinigt es euch und ihr geht höher und höher. That's the power of the Word of God. Das ist die Kraft, die in dem Wort Gottes ist. If you say, well, he's here 3 days, I'll just come on Sunday. Wenn du sagst, ach, das sind 3 Tage, es reicht, wenn ich sonntags komme, then you're still yoked with the world. Dann bist du immer noch mit der Welt unter einem Joch. You cannot let go of the world. Dann kannst du die Welt nicht sein lassen. You take a drop from God's ocean, that's all. Dann nimmst du nur einen Tropfen aus dem Ozean Gottes, das ist alles. And God wants you to have the ocean. Aber Gott möchte, dass du den ganzen Ozean hast. There's a start. Da gibt es einen Beginn. And there is a flood. Und es gibt eine Flut. When you're taken over, like Prophet Ezekiel. So, dann wirst du irgendwann übernommen oder überschwemmt, so wie der Prophet Ezekiel. Yeah? When the water from the temple was reaching his ankles only. Am Anfang hat das Wasser, das heißt, im Tempel floss nur seinen Knöchel berührt, also war so hoch wie sein Knöchel. That's still religion. Das ist noch Religion. We still play with religion. Da kannst du noch mit der Religion spielen. Oh, nice. I have satisfaction of having my feet in the water. Da kann man die Befriedigung haben, mit den Füßen im Wasser zu stehen. For some people, when the water comes to the knees, oh, that's too much. Und wenn manchen Menschen das Wasser dann bis an die Knie geht, das ist dann schon ganz schön viel. That's too much religion for me already. Da ist das die Religion mir schon zu viel. Yeah, it's 9 o'clock. I have to get up in the morning, so. Und es ist jetzt schon 9 Uhr abends und ich muss morgen früh wieder aufstehen. Arbeiten. It's like this is more important than anything else. Look, you can always have time to sleep. We always have time. There's a time of God's visitation. Das sieht so aus, als ob diese Arbeit einfach wichtiger für dich ist. Aber es gibt immer Zeit zu schlafen, aber es gibt nur manchmal die Zeit der Heimsuchung. God wants to disturb your routine. He wants to disturb your habits. Gott möchte deine Routine, dein Verhalten einfach durcheinander bringen. You don't have to go to sleep at 9 o'clock and get up at 7 o'clock and your coffee with milk and so on and so on. Du musst nicht um 21 Uhr schlafen gehen und um 6 Uhr aufstehen und dann Milch mit Kaffee trinken. And you have a certain rhythm and habit. Wenn du einen eingelaufenen Rhythmus hast. This is not what God wants. Das ist nicht das, was Gott von dir möchte. He created everything in sevens. Er hat alles in 7er Schritten geschaffen. To throw you off your rhythm. Um dich aus deinem Rhythmus herauszuwerfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, geschaffen und Abraham hat das verstanden. Something's happening. Somebody's behind this harmony and rhythm. Mm-hmm. Er hat gemerkt, dass jemand hinter dieser Harmonie und diesem Rhythmus steht. Who controls it all? Der das alles kontrolliert. And he sought God. Und er suchte Gott. In Chaldea. In Chaldea hat er ihn gesucht.
And God says, "Here I am." Und das sagt Gott, hier bin ich. And Abraham heard God. Und da hat Abraham Gott gehört. But then God says, "Now go to Canaan." Und dann sagt Gott zu Abraham, jetzt geh nach Kanaan. And I'm going to make you great. Out of you a great nation. Und dann werde ich aus dir eine große Nation machen. He didn't say, "Lord, is it okay if I send my servant?" Und Abraham sagte nicht, Herr, wird es auch reichen, wenn ich meinen Diener hinschicke? I'll put him on one camel and let him go and fulfill the vision for me. Ich setze ihn auf einen Kamel und lasse ihn dorthin reiten und dann kann er meine Aufgabe dort erfüllen. He arrives in the land of Canaan. Er kam im Land Kanaan an. His wife says, "You know, I begin to think, you know, I did not get pregnant as God said it. I don't have a child. Maybe you should have another wife." Und dann sagt seine Frau, weißt du was, ich habe nachgedacht, Gott hat gesagt, ich soll schwanger werden, aber irgendwie werde ich nicht schwanger. Aber die Prophezeiung Gottes muss ja erfüllt werden. Vielleicht solltest du dir eine andere Frau nehmen. So, Hagar comes. So kommt Hagar. She has a child. Und sie bekommt ein Kind. And there is a competition now. Und da beginnt der Wettkampf, der Streit. She has a child. I don't have a child. What's going on here? Sie hat ein Kind und ich habe kein Kind. Was ist denn hier los? So God says, again, no, the inheritor will be from Sarah. Und dann sagt Gott wieder, nein, der Erbe wird von Sarah kommen. Not from Hagar. Nicht von Hagar. He chose Sarah. Er hat Sarah ausgesucht. But this, but that, she's barren. Aber hier und aber da und sie ist alt und kann nicht mehr. But this, but that. Aber dies, aber das. And God says, no, I want from this vessel. Aber Gott sagt, nein, von diesem Gefäß. So you see, you are responsible for what God gives to you. Ja, ihr seht also, ihr seid dafür verantwortlich, was Gott euch gibt. Whatever God reveals to you, was Gott dir offenbart, stick to it, it's yours. Halte daran fest, es gehört dir. Be yoked with the Lord. Sei mit dem Herrn unter einem. Don't disturb it. Don't distract yourself. Zerstöre das nicht. Zerstöre nicht dich selbst. No, distract. Just not destruct, but distract. Scatterbrain. Achso, geh. Verliert dich nicht irgendwo. What's distract? Ja. To be distracted. You know, you're driving something and you get distracted and you bump into something. Ja, lass dich nicht ablenken, verliert dich nicht irgendwo. Yeah. Ja. So don't be distracted. That's why when Jesus called Peter, Peter says, "What about John?" Als Jesus Petrus berufen hat und Petrus dann sagte, was ist mit Johannes? That was a distraction. Das war so eine Ablenkung. From his mission, from his individual mission God had for Peter. Von der individuellen Aufgabe, die Gott für Petrus hatte. And he says, what about this? What about Monica? What about Rosie? What about Emma? Und wenn wir dann so sagen, was ist mit Monica und Rosie und was ist mit Emma? I don't know. Ich weiß es nicht. I am gold. I am silver. Ich bin Gold. Ich bin Silber. That I know. Und dann weiß ich es. I'm yoked with the Lord. Das weiß ich. Und ich weiß, dass ich mit dem Herrn unter einem Joch bin. About them? I don't know. Aber über sie weiß ich nicht. Joshua says, about you, I don't know. But me and my house, we will serve the Lord. Und Joshua sagte, was ihr macht, weiß ich nicht. Aber ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. I know where we're going. Ich weiß, wo wir hingehen. I know what we are doing. Und ich weiß, was wir tun. I'm your leader, but I cannot force you to go my way. Ich bin euer Leiter, aber ich kann euch nicht dazu zwingen, meinen Weg zu gehen. You choose you this day, whom you will serve. Wählt euch heute aus, wem ihr dienen wollt. The Lord, dem Herrn, or Baal. Oder dem Baal. That's what Elijah said. Das hat Elia gesagt. Choose. Sucht es euch aus. Find out. Findet es heraus. What is better? Is this word better or that word is better? Ist das Wort besser oder ist das Wort besser? Is this something living or is this something living? Which one is more living? Ist das lebendig oder ist das lebendiger? Choose. Wählt. And run with it. Und dann haltet daran fest. That's how it goes. So geht das. Abraham was responsible for his vision. Abraham war für seine Mission verantwortlich. Came to Canaan. Er kam nach Kanaan. And God narrowed it down. Und Gott hat das verengt. It's not from Hagar, it's from Sarah. Es soll nicht von Hagar kommen, sondern von Sarah. Then Isaac is born. Und dann wurde Isaac geboren. And God says now,
I want you to sacrifice him. Und dann, als hat Gott gesagt, dazu Abraham, dass Isaak ihn opfern soll. And so he goes 3 days. Und sie laufen da 3 Tage. When he's about to sink the knife in his son's heart. Und als er dabei war, seinem Sohn das Messer ins Herz zu stechen, God says, now I know. Das sagt Gott, jetzt weiß ich. Was God blind? War Gott vorher blind? No. Nein. He knows everything. Er weiß alles. Who did not know? Wer wusste es nicht? Abraham. He did not know who he was. Er wusste nicht, wer er war. Until he came to that point where he found out. Bis zu diesem Punkt, als er es herausgefunden hat. Wonderful. Ist das nicht when God says, now I know, Abraham, I know too. Als Gott sagte, ich weiß jetzt, das sagt er auch, ich weiß es auch. I know that I am precious to you. I know that I hear God. I know that I have the fruit of obedience. Ich weiß, dass ich kostbar in deinen Augen bin. Ich weiß, dass ich deine Stimme hören kann. Ich weiß, dass ich dir gehorche. I know that I'm important. Ich weiß, dass ich wichtig bin. Wow, what a great thing. Das ist das deine Stimme. But it doesn't come without price. Aber das kommt nicht ohne einen Preis. There's a price to be paid. Ein Preis muss dafür bezahlt werden. All right. Loving kindness solves the mystery of divine healing, by the way. I already mentioned it, but I just want to make a statement. Ich möchte das noch einmal ganz deutlich sagen. Dieses liebende Erbarmen, die liebende Freundlichkeit, die löst das Geheimnis der göttlichen Heilung. Hesed decides who should be healed and who is not healed. Hesed entscheidet, wer geheilt wird und wer nicht geheilt wird. It's no big mystery. Divine healing is not a big mystery. Göttliche Heilung ist kein großes Geheimnis. All of us can be healed from any disease. Jeder von uns kann von jeder Krankheit geheilt werden. Provided you turn on the Hesed button. Vorausgesetzt, dass du den Hesed-Knopf einschaltest. You're not so completely self-absorbed, me, because God hates that. Wenn du nicht so völlig von dir selbst eingenommen bist, dass es immer nur um mich geht, weil das hasst Gott. The Bible says, pray for one another that you may be healed. Die Bibel sagt, betet einer für den anderen, damit ihr geheilt werdet. It does not say, pray for yourselves. Das steht nicht, betet für dich selbst. Self doesn't please God. Das Selbst gefällt Gott nicht. Your mentality for others is the loving kindness. Und deine Mentalität, dich um andere zu kümmern, das ist diese liebende Freundlichkeit. In blessing others, you are blessed. Yes. Indem du andere segnest, wirst du gesegnet. You see this? Steht dir das? Blessing others in prosperity, you are prosperous. Wenn du andere mit Wohlergehen segnest, dann wird es dir auch wohlgehen. Abraham was blessed, but if you bless Abraham, you shall be blessed, God said. Abraham war gesegnet, aber wenn du Abraham segnest, dann wirst du gesegnet. Blessed are those who bless you. Gesegnet sind die, die dich segnen. But Lord, they already have enough. They are smart enough. They are rich enough. None of your business. Aber Herr, die haben doch schon genug, denen geht es doch schon gut, die sind doch schon schlau. Das geht dich gar nichts an. Humanity plays no role in this. Menschlichkeit spielt da keinerlei Rolle. Envy and jealousy plays no role whatsoever. Neid und Eifersucht haben da keine Rolle zu spielen. To release the blessings of God into our life. Um die Segnungen Gottes in unserem Leben freizusetzen. You must look after one another. Müsst ihr euch um einander kümmern. Be in the blessing mode. Du musst da einen Segnungsmodus entwickeln. When the faith movement started with Brother Hagin, I read all his books. Als die Glaubensbewegung mit Bruder Hagin begonnen hat, habe ich alle seine Bücher gelesen. People started to give cars and houses to people, and God blessed them, and we have tons of testimonies how it works. Die Menschen haben angefangen, ihre Autos und ihre Häuser zu verschenken, und Gott hat sie umso mehr gesegnet, und es gibt tonnenweise Zeugnisse davon. The more they gave, the more they received. Je mehr sie gegeben haben, umso mehr haben sie empfangen. Some went wild. Einige sind davon geworden, oder haben... The win for the principle, I mean, the level of selfishness was greater than the level of hesed. Sie haben es übertrieben, das heißt, dass die Ebene ihrer Selbstsucht war größer als das, was sie geben wollten. And they sacrificed and nothing happened. Und sie haben geopfert, aber es ist nichts geschehen. God looks at the heart. Gott schaut das Herz an. Greed is not blessed.
Geiz wird nicht gesegnet. God supplies all your needs, not your greeds. Gott wird nur unsere Nöte bedienen oder unterstützen, nicht das, was wir wollen. Was But when you take Hesed and you begin to fan it like a spark, wenn du aber Hesed nimmst und wenn du diesen Funken anfachst, like when you do barbecue, so wie du das beim Grillen machst, hardcore. Mit der heißen Kohle, da kommt dann irgendein Feuer raus. That's what Hesed, when it's in full swing, begins to do for us. Das ist das, was Hesed macht, wenn es vollkommen ausgelebt wird. If you're connected with wealthier people, wenn du Verbindung zu Menschen hast, denen es wohl geht, and they see that they can trust you and that you're not jealous, you're not envious, but you're blessing them. Und wenn sie sehen, dass sie dir vertrauen können, weil du weder neidisch noch eifersüchtig bist, und sie dich und du sie stattdessen segnest, and they will test you this. Und sie werden dich prüfen. They want to see what kind of material you are. Sie wollen sehen, aus welchem Material du gemacht bist. And when they their level of trust in you is also higher. Und wenn ihr Vertrauen in dich größer wird, you might become friends with them. Dann werden wir vielleicht Freunde. And when you become friends, then there has to be a proof of some kind of trust, of confidence. Und wenn ihr Freunde seid, dann muss es irgendeine Prüfung geben, einen Beweis geben, dass ihr euch vertrauen könnt. And there'll come a test. Und es wird eine Prüfung kommen. When you'll have to defend one another. Wenn ihr euch gegenseitig verteidigen müsst. This rich man will be bad-mouthed by somebody. Wenn dieser reiche Mann von irgendjemandem schlecht darüber über ihn geredet wird, you as his friend, dann musst du als sein Freund will have to defend. Ihn verteidigen. You cannot say, well, you're right, he's a filthy rich guy. Du kannst da nicht sagen, du hast schon recht, das ist ein schmutziger, reicher Mann. You lose God's smile, you lose God's blessing. In dem Augenblick verlierst du das Lächeln Gottes über dir seinen Segen. You understand this? Yeah. Read of this. Yeah. Salt of the earth. The same as salt. If you lose the flavor, with what will be salt? Wenn du deine Würze verlierst, mit was willst du dann gesalzen werden? You don't shine light because it's convenient. Wenn du nicht dein Licht scheinen lässt, weil es bequemer für dich ist, you shine the light because you are the light. Du musst dein Licht scheinen lassen, weil du das Licht bist. You don't turn it on and turn it off whenever you want to. Du kannst es nicht ein- und ausschalten, wie es dir gefällt. Once you take the trip of being the light, of being a peacemaker, there is no turning back. Wenn du die Reise einmal antrittst, ein Licht zu sein, ein Friedensstifter zu sein, dann gibt es kein Zurück mehr. You have stepped on the highway of holiness. Dann bist du auf die Schnellstraße der Heiligkeit getreten. On the highway of blessings. Auf die Straße des Segens. Of knowing God. Gott kennenzulernen. Of prosperity. Auf die Straße des Wohlergehens, der Freude. Happiness. Des Glücks. Wider horizons. Ein sharper mind. Eines erweiterten Horizontes, eines schärferen Verstandes. Abundance of life. Und ein Überfluss an Leben. I mean, God cannot wait to dump on you all the blessings he has. Gott kann es kaum erwarten, all die Segnungen auf dich fallen zu lassen, die für dich hat. He just waits for us to fit into his category, to his laws. Wartet nur darauf, dass wir endlich in seine Gesetze hineinpassen. You must, Kategorie. You must be positioned according to his ways and his liking. Du musst besitzergreifend sein und so wie er denkt. Because if you don't, then you are pagan. Wenn du das nicht machst, dann bist du ein Heide. You take a god, put him on a pedestal. Wenn du einen Gott nimmst und ihn auf einen Ständer stellst. And you bow to it and you kiss it. And you do all kinds of rituals to it. Und dich vor dieser Statue verbeugst und sie küsst und alle möglichen Rituale vollführst. And then in the back of your mind you think, I should be blessed for it. Look God, whoever you are, how I'm blessing you. Und dann im Hinterkopf denkst du, dafür müsste ich eigentlich gesegnet werden. Gott, schau mal, wie gut ich dir tue. Look what I do for you. Schau mal, was ich alles für dich mache. I was a good girl today. Heute war ich ein gutes Mädchen. Look what I've done for you.
Schau mal, was ich alles für dich gemacht habe. I heard a preacher to bless someone and I bless somebody. Please bless me quickly. Ich habe gehört, der Prediger hat heute gesagt, dass ich jemanden segnen soll. Und dann werde ich auch gesegnet. Also habe ich jemanden gesegnet und jetzt segne mich mal ganz schnell. It's not a machine. Gott ist keine Maschine. Pagans chose gods for themselves. Die Heiden haben sich Götter ausgesucht. And they created all kinds of rituals around them. Und sie haben alle möglichen Rituale für sie erfunden. And the witch doctor tells them you have to dance this way. Und wenn irgend so ein Hexenmeister mir erzählt, dass man so tanzen muss, so you don't step on some demon, damit du nicht als irgendeinen Dämon kriegst, das nächste Dorf ja, das ist, we have to do like this. Nein, dann soll der nächste, nein, du musst das so machen. Excellent. So everybody has their own ritual. Jeder hat sein eigenes Ritual. How much fire they should have? How much smoke? Wie viel Rauch und wie viel Feuer da sein darf? How many times they should do that in the air? Und wie oft man das beten muss? Just in a, like in a Catholic church. In der katholischen Kirche mit diesem or by Russian Orthodox, whatever they come with it. Oder die russische Orthodoxen mit diesem Ding, was sie da umstehen. Oh, they bring the word of God, the word of God. Oder sie bringen das Wort Gottes, das Wort Gottes. Worshipping the book. Sie beten das Buch an. And it's overladen with gold and precious stone. Und es ist überzogen mit kostbarem Gold und Edelsteinen. And the church is full of thieves. Und die Kirche ist voller Diebe. They think, how can we break in and get this? Und sie denken, so nach dem Monat, wie können wir einbrechen und dieses Buch stehlen? Dead religion. Es ist eine tote Religion. You see? Pagans choose for themselves something and they think God should be pleased with this. Die Heiden haben sich irgendetwas ausgesucht und sie denken, Gott sollte damit zufrieden sein. That's what the family of Korah did. Das hat die Familie Korah getan. You know the story? Kennt ihr die Geschichte? Oh, they said, well, all the Aaron children, they don't have to do it. We are also as special as he is. Sie sagten, na, das müssen doch nicht nur die Familie von Aaron machen. Wir sind genauso besonders wie diese Familie. They have invented their own ritual. Sie haben ein eigenes Ritual erfunden. And they did the strange incense. Und sie haben das mit diesem seltsamen Weihrauchritual gemacht. Strange. It was said that it is a strange offering. Das heißt, da ist noch ein seltsames Opfer. God did not institute it. God didn't tell them to do this. Gott hat nicht gesagt, sie sollten das machen. Er hat es nicht befohlen. Neither did he appointed them for this. Und er hat sie auch nicht dazu ausgesucht. They did it out of jealousy. Sie haben das aus Eifersucht gemacht. Out of flesh. Aus ihrem Fleisch. Out of competition. Aus dem Wettkampf heraus. And God is angry. Und Gott war zornig. And Moses, who did not know yet what was going on. Und Mose wusste nicht, was da los war. He says, if God is doing something he has never done before, something completely new, something unusual. Er sagte, wenn Gott irgendetwas machen wird, etwas, was noch nie vorher da gewesen ist, etwas völlig Ungewöhnliches, that will be the confirmation that this is completely wrong, false, and it angers God. Dann wird das die Bestätigung dafür sein, dass das, was sie getan haben, völlig falsch ist und Gott deswegen zornig ist. The voice of the Lord came to him. Da kam die Stimme des Herrn zu ihm. God says, all of you pulled away from the family of Korah, from their cows and sheep, their families and gold, silver, whatever they've got. Pull away! Und Gott sagte, zieht euch zurück von dieser Familie Korah, von ihren Zelten, von allem, von ihren Tieren, von allem, was sie haben. God says it to Moses. Und das hat Gott zu Mose gesagt. And so he tells the people to pull away. Und deswegen sagte Mose dem ganzen Volk, sie sollen sich zurückziehen. In other words, don't be yoked with them anymore. Und das heißt nichts anderes als, seid nicht mehr unter einem Joch mit don't ihnen. Associate yourself with them. Verbinde dich nicht mit ihnen. So that you would not be swollen in God's wrath. Damit ihr nicht in dem Zorn Gottes verschluckt werdet. Well, we just read earlier about Lot. Wir haben das gerade von Lot gelesen. He said, what have I done this for you? The angel of the Lord said. Und der Engel des Herrn sagt, warum habe ich das alles für dich gemacht? So that you can say, well, I cannot do this, I'm going to be swallowed. I said, what am I doing this for you?
habe ich das für dich gemacht, damit du dein Hemd hast, sagst, ich werde trotzdem umkommen. Pull away! Geht weg! The earth opened up! Und dann öffnet sich die Erde. And the whole family was swallowed up by the earth. Und die ganze Familie wurde von der Erde verschluckt. Everything they possessed, their tents, their riches, everything. Alles, was sie besessen haben, ihre Zelte, ihre Tiere, ihre Reichtümer, alles wurde von der Erde verschluckt. It says in Hebrew that the mouth of the earth was opened and the mouth closed. Mm-hmm. Im Hebräischen heißt es, dass die Erde ihren Mund aufgemacht hat und ihn dann wieder geschlossen hat. What's the message? Die Botschaft darin ist, learn the ways of the Lord and not your own ways about the Lord. Lerne die Wege des Herrn und nicht deine eigenen Wege über den Herrn. Your imaginations, deine Vorstellung, that's idolatry. Ist Götzendienst. What you expect for your good imaginations, that's another idolatry. Und was du erwartest für deine eigenen Vorstellungen, das ist ein anderer Götzendienst. It is his way or the highway. Es ist, so to speak. Es ist entweder sein Weg oder kein Weg. You see how important it is to study him. So wichtig ist es, ihn zu studieren. His heart, his character. Sein Herz, seinen Charakter. Blessed are the peacemakers. Gesegnet sind die Friedensstifter. For they shall be sons of God. Denn sie sollen Söhne Gottes. Not hirelings. Nicht Mietlinge. Who get paid for their service. Die für ihren Dienst bezahlt werden. You see the difference? Seht ihr den Unterschied? These are my children. Das sind meine Kinder. I'm their father. Und ich bin ihr Vater. The peacemakers. Die Friedensstifter. And I'll defend them. Und die werde ich verteidigen. And as I defend them, they do the same to their brothers and sisters. Und because that's my characters in them. Und wie ich sie verteidige, so werden sie ihre Brüder und Schwestern verteidigen, weil das ist mein Charakter, der an ihnen ist. I dwell in them. Ich wohne in ihnen. My character dwells in them. Mein Charakter ist in ihnen. My spirit dwells in them. Mein Geist wohnt they in ihnen. They do according to what is in me. Und sie sollen tun, wie sie in sie hineingelegt wurde. They are no longer pagans. Sie sind keine Heiden mehr. They have learned my ways. Sie haben meine Wege. They have accepted my ways. Sie haben meine Wege angenommen. They walk in my ways. Und gehen in ihnen. And I'm delighted. Und ich bin erfreut über sie. Amen? Amen. Let's go on with this verse. Wir wollen noch ein wenig weitergehen. Vers. Isaiah 27, verse 2 and through 5. Jesaja 27, Vers 2 bis 5. Healing is easy. Heilung ist einfach. When you use the character of God. Wenn du den Charakter Gottes, diesen Hesed, benutzt. When Kathleen Kuhlman had her ministry in the States. Als Kathleen Kuhlmann ihren Dienst in den Staaten hatte. I wish that everybody was healed. Da sagte sie, ich wünschte, dass jeder geheilt wird. Not everybody was healed. Aber es wurde nicht jeder geheilt. There are many people who rolled in the wheelchairs and they rolled away with the wheelchairs. Es waren viele Menschen da, die kamen mit ihren Rollstühlen angerollt und rollten auch in ihren Rollstühlen wieder weg. And it's happening to this day like this. Und das ist bis heute so. The decisive point is Hesed, loving kindness. Der entscheidende Punkt dabei ist Hesed, diese liebende Freundlichkeit. They tore down the roof. Sie haben das Dach weggerissen. Lowered the paralyzed man before Jesus. Haben den gelähmten Mann zu Jesus hinuntergelassen. What did Jesus say? Und was sagte Jesus zu ihm? Ah, your faith has made you. No, before that. Your sins are forgiven. Before that. What is right there? Was steht als erstes dort? Was sagt Jesus als erstes? When he saw their faith. Es steht da, als er ihren Glauben sah. Not his faith. Nicht den Glauben des Mannes. Their faith. Sondern den Glauben seiner Freunde. That's the key. Das war der Schlüssel. They paid the price. Sie haben den Preis bezahlt. They tore down the roof. Sie haben das Dach weggerissen. They had to pay for it. Und das mussten sie dann wieder reparieren. And then brought it down. Brought it down. Sie haben ihn hinuntergelassen. And it was so simple. Jesus, your sins are forgiven. Und dann war es ganz einfach. Jesus sagte, deine Sünden sind dir vergeben.
Because of the love of God in those people, we forgive sins. Wegen der Liebe Gottes in den anderen Menschen vergeben wir die Sünden. Forgive those that sinned against us is originally written in the Lord's Prayer. Im Vater unser heißt es, vergib denen, die gegen uns gesündigt haben. Forgive our sins, vergib unsere Sünden, as we forgive that those that sinned against us. So wie wir denen vergeben, die an uns gesündigt haben. Forgive our hurts, vergib unsere Verletzungen, as we forgive the hurts we have committed for others. So wie wir die Verletzungen vergeben, die andere uns zugefügt haben, oder die wir ihnen zugefügt haben. Wir vergeben ihren Weg der Schmerzen. Please forgive our way of pain. Bitte vergib unseren Weg der Schmerzen. That's how it works. So ist das. We are not solo people. We are community people. Wir sind keine Einzelmenschen, sondern wir sind eine Gemeinschaft. What you do unto others will be done unto you. What you sow, you shall reap. Was du anderen tust, das wird dir getan werden. Was du sähst, wirst du ernten. And that day, a vineyard of wine, an jedem Tage, sing of it, I the Lord, I am its keeper. An jenem Tag singt vom edelsten Weinberg, ich, der Herr, hüte ihn und bewässere ihn. I water it every moment, so that no one will damage it. Ich bewässere ihn zu jeder Zeit und ich bewache ihn Tag und Nacht, damit niemand sich an ihm vergreife. I guard it night and day. Ich bewache ihn Tag und Nacht. I have no wrath. Ich habe keinen Zorn. Should anyone give me briars and thorns in battle? Wenn ich aber Dorngestrüpp fände, then I would step on them. I would burn them completely. So würde ich im Kampf darauf losgehen und es verbrennen. Or let him rely on my protection. Es sei denn, dass er bei mir Schutz sucht. Let him make peace with me. Und dass er Frieden mit mir macht. And he says again, let him make peace with me. Twice. Und da steht noch einmal, dass er Frieden mit mir mache. There's so much meat on this bone, I could start another week of preaching on this. An diesem einen Knochen hier ist so viel Fleisch, dass wir da eine weitere Woche Lehre daraus machen können. There's nothing to do with God's wrath. Das hat nichts mit Gottes Zorn zu tun. He says, I can destroy everything in one moment with an eternal fire. Er sagt, ich kann in einem Augenblick alles mit dem ewigen Feuer vermischen. I don't have joy in tormenting the wicked for eternity in hell. Aber ich habe keinen Gefallen daran, die Bösen für alle Ewigkeit in der Hölle zu quälen. Eternal fire is an instant fire, which is instant, means timeless. Das ewige Feuer ist ein Feuer, was auf der Stelle, das heißt ohne jede Zeit, funktioniert. Those who are wicked and those who are my enemies, der Böse ist, der mein Feind ist, they're gone. They have no consciousness of ever existing. That's the law of God. Wird in einem Augenblick, also ohne dass Zeit darin eine Rolle spielt, vernichtet, weg sein, verschwunden sein, und man wird nie ein Bewusstsein mehr. Did you know that Ananias and Sapphira, they don't have any consciousness anymore that they ever existed? Wisst ihr, dass Ananias und Sapphira keinerlei Bewusstsein darüber haben, dass sie je existiert haben? Because they have lied to the Holy Spirit. Weil sie gegenüber dem Heiligen Geist gelogen and haben. It's still the love of God, und das ist immer noch die Liebe Gottes, that he erased them. Er hat sie einfach ausgelöscht. People who are given over to their own wants and desires, Romans 1. Menschen, die ihren eigenen Gelüsten und Verlangen übergeben wurden, wie in Römer 1 steht. And there is such a thing when God finally gives you over what you really want, whatever you desire, because he gives you the desires of your heart. Und es gibt das tatsächlich, dass Gott Menschen sich selbst, also ihren Lüsten und ihren Verlangen, dem, was sie in ihrem Herzen sich wünschen, überlässt. They lose the presence of the Holy Spirit. Dann verlieren diese Menschen die Gegenwart des Heiligen Geistes. It's impossible to renew them back to the former state. Und es ist unmöglich, dass sie wieder in den früheren Zustand zurückkommen. When God gives somebody over to their own flesh, wenn Gott jemanden seinem eigenen Fleisch übergibt, there is no coming back. Dann gibt es kein Zurück mehr. It's finished.
Das ist endgültig. They are spiritually dead. Sie sind dann geistlich tot. And that is a fearful thing. Und das ist eine fürchterliche Sache. It's a fearful thing to fall in the hands of the living God. Und es ist eine furchtbare Sache, in die Hände des lebendigen Gottes. Living God. Das lebendige He is the boss. He made us. Er ist der Chef. Er hat uns geschaffen. You did not make yourself. Du hast dich nicht selbst. I did not make myself. Ich habe mich selbst auch nicht geschaffen. Therefore I don't have my own way. Und deswegen habe ich keine eigenen Wege. I'm not a pagan. Ich bin kein Heider. Who is inventing religion? Der eine Religion erfindet. And expecting God to be pleased with my offerings of blindness. Und erwartet dann, dass Gott mit den Opfern der eigenen Blindheit gefallen hat oder zufrieden ist. God is spirit. Gott ist Geist. He's not human. Er ist kein Mensch. God the Father is spirit. Jesus said to the Samaritan woman, He's spirit. Jesus sagte das zu der samaritischen Frau, Gott ist Geist. So once we are given over to the flesh that we love, wenn wir dem Fleisch übergeben werden, das wir lieben, when the day of judgment comes, und wenn dann der Tag des Gerichtes kommt, there's really nothing to judge there. Dann gibt es nichts mehr zu richten. They're gone. Dann macht es nur noch psst und dann sind sie weg. The same way as when we repent. Auf die gleiche Weise, als wenn du Buße tun wirst. Your sins are thrown into the depths of the sea and not remembered anymore. Dann werden deine Sünden in die Tiefen des Meeres geworfen und man kann sich nicht mehr an sie erinnern. It is like God goes to his computer, pushes a button, erased. It never was there. So, als ob Gott an seinem Computer einen Knopf drückt, Löschtaste und es war nie vorhanden. As it goes reverse, it goes the same forward. Es geht genauso rückwärts, wie es auch vorwärts geht. I just gave Gerrit this Young's Bible. So this is literal translation of the Bible. Do you see? There are no tenses. Wir haben gerade gestern in einer Übersetzung gelesen, die heißt Young's, wörtliche Übersetzung. Und er hat mir gesagt, siehst du, hier sind keinerlei Zeitformen. Shlomo Halutz, he was teaching us this. He says the Old Testament is written without any tenses. Wer Shlomo Halutz kennt, der mit uns auf der Israelreise war, dieser Schriftgelehrte hat uns darüber gelehrt, dass im Alten Testament keine Zeitformen vorhanden sind. He does not speak in the past, he does not speak about the future. Gott redet nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. And those who are very much digging in the future, und wer sich so sehr mit der Zukunft beschäftigt, they're not digging up. Die suchen nicht Gott. Now has no beginning and no end. Das Jetzt hat keinen Anfang und kein Ende. It's not philosophy. God speaks from now, from timeless realm. Und das ist keine Philosophie, sondern Gott redet von dem Jetzt, von dem zeitlosen Bereich. Whatever comes in the physical, was physisch wird, it appears, das erscheint, and disappears. Und verschwindet wieder. That's what's illusion. Das ist die Illusion. What remains is the truth. Was bleibt, ist die Wahrheit. God's truth. Gottes Wahrheit. Eternity. Die Ewigkeit. His realm. Sein Reich. That's what he says. Das ist das, was er sagt. Make peace with me. Er sagt, mach Frieden mit mir. I'm the boss. Ich bin der Chef. Come to my realm. Komm in mein Reich. Look, Jesus said, do not worry about tomorrow. Jesus hat uns gesagt, mach dich keine Sorgen um morgen. Tomorrow will worry about itself. Morgen wird sich seine eigenen Sorgen machen oder wird für sich selbst sorgen. Let tomorrow worry about itself. Lass das Morgen sich seine eigenen Sorgen machen. Our insecurity and unrest is always about tomorrow. Unsere Unsicherheit und unsere Unruhe hat immer mit dem Morgen zu tun. Never about now. Nicht wegen dem Heute. That's why we need insurance, we need security. Deswegen brauchen wir Versicherungen, Sicherheit. And who feeds this insecurity? Und wer füttert diese Unsicherheit? The world. Die Welt. Why? Warum? They make money from you. Weil sie Geld damit verdienen. They have to sell you a policy for your insecurity. Sie müssen dir für deine Unsicherheit eine Sicherheit verkaufen. And sign here, please. Dann unterschreib bitte noch hier. Right here in this place. Genau hier. I am so insecure. Ich bin so unsicher. Now you're legally bound. Jetzt bist du gesetzlich gebunden.
You go to the hospital for an operation. Wenn du in das Krankenhaus gehst, um dich operieren zu lassen. Sign here, please. Bitte unterschreib hier. You take responsibility for your life. Du übernimmst die Verantwortung für dein Leben selbst. Means you cannot sue us. Das heißt, du kannst niemanden verklagen. We can lose some scissors, leave it in your belly, but you cannot sue us. Wenn wir ein Skalpell oder irgendwelche Wattebäusche in deinem Bauch vergessen, dann kannst du uns nicht deswegen verklagen. Every day you hear about these things. Das hören wir jeden Tag. Yeah, they dropped some utensils in people's bodies. Dass die Ärzte irgendwelche Sachen bei Operationen in dem Bauch der Menschen vergessen. Take full responsibility. And people, instead of turning to God first, they turn to the flesh first. Unterzeichne hier und übernimm die Verantwortung selbst. Und anstatt dass die Menschen sich zuerst an Gott wenden, wenden sie sich zuerst an das Fleisch. It stinks in God's nostrils. Und das stinkt in der Nase Gottes. It shows you where you are at. Das zeigt, wonach ist, worum es dir geht. When the doctor gave me a mountain of drugs. Als mir die Ärzte einmal einen Berg Medikamente gegeben haben. And he made an appointment with a special professor in Brussels, Belgium. Und er hat ein Treffen mit einem besonderen Professor in Brüssel arrangiert. I brought these drugs with me on the tour to minister life to you. Da habe ich diese ganzen Medikamente mitgenommen auf meine Tour, um euch zu dienen, um euch Leben zu bringen. Actually, that was the first visit to Austria, to Linz. Das war bei meinem ersten Besuch in Linz hier. Linz. There I had this whole suitcase of drugs. Da hatte ich den ganzen Koffer voller Medikamente mit. I was so sick. Und ich war so krank. And I said, Lord, you're challenging me, aren't you? Und ich habe zum Herrn gesagt, du forderst mich ja heraus, nicht wahr? What will you do, son? Was machst du, Sohn? I trust you. Ich vertraue dir. I trust you, even if I have to die. Ich vertraue dir, selbst wenn ich daran and sterbe. I took those drugs and kicked them. Und ich habe diese ganzen Medikamente genommen und habe sie weggeschmissen. Threw them into the garbage. Habe sie in den Müll geworfen. Ever since. Und seitdem. Ah, I'm healthy as a fish in the ocean. Ja, bin ich. God gives us a choice, but it comes a point when you make that choice. Bin ich gesund wie ein Fisch im Ozean? Gott gibt uns immer eine Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung triffst, it's not by faithness. Sometimes it comes by maturity. Hat es nichts mit Glauben zu tun, sondern mit Erwachsenwerden. When you grow and continue in my word, you will step on that place of truth that makes you free. Wenn du weiter wächst und wenn du vorwärts gehst, dann wirst du irgendwann an diesen Ort kommen, wo die Wahrheit dich frei macht. Fünf. Believe. Glauben. Continue. Weitergehen. Disciple. Jünger sein. You will know the truth. Die Wahrheit kennen. Freedom! Freiheit! It's not an instant pudding. Das ist kein Schnellgericht. It's not an instant coffee. Auch kein Schnellkaffee, Instant-Kaffee. We're going to close with this. Wir werden damit enden. Mark 9, verse 49 until 50. Markus 9, Vers 49 und 50. For everyone will be salted with fire. Denn ein jeglicher muss mit Feuer gesalzen werden. Salted with fire. Gesalzen mit Feuer. We talked about Enoch, we talked about Sodom and Gomorrah. Wir haben salt, fire, brimstone. Wir haben über Henoch geredet, wir haben über Sodom und Gomorra geredet, Salz, Schwefel, Feuer. Paul says, you can build with stubble, you can build with wood, precious stones, silver, gold. Paulus sagt, du kannst mit Holz bauen, du kannst mit Steinen bauen, du kannst mit Silber und Gold bauen. And many of us have that kind of mixture, what we have built. Und viele haben diese Mischung von dem, was wir da gebaut haben. Fire is gonna come. Aber es wird ein Feuer kommen. The stubble will be burned up. Die Stoppeln werden verbrannt. The wood is gonna burn. Das Holz wird brennen. The stones, if they are hard enough, they will not break, like diamonds, for example. Diamonds will burn. They will burn? Yes. With fire? Yes. So, say it. Also die Diamanten Rubies. Selbst werden im Feuer verbrennen. But gold and silver will begin to melt.
Aber Gold und Silber wird beginnen zu schmelzen. And get reformed. Und wird dadurch reformiert, umgeformt. It's gonna take on another form. Es wird in eine andere Form gebracht. What kind of form will it take? Welche Form wird es sein? This is what God is doing. Das ist genau das, was Gott so jetzt Jesus macht. Continues. Und Jesus redet weiter. Salt is good. Salz ist gut. But if the salt becomes unsalty with water, will you make it salty again? Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es dann salzen oder würzen? He speaks about preservation. Er hat da geredet von Konservierung. There was no refrigerators in those days. Denn zu der damaligen Zeit gab's noch keine Kühlschränke. Salt was used to preserve food. Das Salz wurde dazu benutzt, um das Essen haltbar zu machen. Meats, anything, everything was preserved with salt, and till this day it's called kosher. Alles wurde mit Salz haltbar gemacht, auch das Fleisch, und das ist bis heute koscher. And when you want to eat it, you have to soak it in the water. Just take the salt out, and then you can cook it as much as you want. Salt in it. If you want less salt, you soak it longer. Wenn du dieses Fleisch dann essen willst, dann musst du es ins Wasser legen, dass das Salz herauskommt. Und je nachdem, wie salzig du es haben möchtest, kannst du es länger oder kürzer darin lassen. So, as a preservative, salt is good. But when it loses the qualities of preserving. Also ist das Salz gut, um etwas zu konservieren, aber wenn es diese Fähigkeit verliert, then you no longer have that chemical like sodium, dann hast du diese Chemikalie nicht mehr darin, that can do the job, das die Aufgabe erledigen kann. So means you're losing it. Das heißt, es ist wertlos. Du hast if I lose my position as a peacemaker, wenn ich meine Position als Friedensstifter verliere, and I don't use Hesed, und die Hesed nicht mehr benutzt. And I'm not the light of this world. Dann bin ich nicht mehr das Licht der Welt. And I'm not the salt of the earth. Und nicht mehr das Salz der Erde. I am nothing. Dann bin ich nichts. I'm like this world. Dann bin ich wie diese Welt. Useless. Nutzlos. Eat, drink, watch TV. Dann esse ich, trinke ich, schau Fernsehen. Go to sleep and die. Geh schlafen und sterbe. From paycheck to paycheck, from month to month, just living, existing, subsisting, like those ants on the street. Dann lebe ich von einem Tag zum anderen, von einer Rechnung bis zur nächsten, wie die Ameisen auf der Straße. That's all. Das ist dann alles. Or struggling from job to job. Oder ich kämpfe mich von einer Arbeit zur nächsten. Struggling to pay the bills, struggling to live in an apartment. Habe Not damit, meine Rechnung zu bezahlen und eine Wohnung zu behalten. And they said, I cannot think about the God things because I have so many problems already, too much over here. I have to fix them. You cannot fix them. You need God. Und dann kannst du nicht mehr sagen, ich habe so viele Probleme, ich kann mich gar nicht um Gott kümmern. Du kannst deine Probleme nicht selber lösen, du brauchst Gott dazu. I cannot come to your meeting because I'm working. Ich kann nicht in deine Versammlung kommen, weil ich auf Arbeit muss. I say, get off this work. Und ich sag, lass doch mal die Arbeit. Come to the presence of God. Komm in die Gegenwart Learn Gottes. Something new. Lern etwas Neues. Arise. Steh auf. That's how it works. After the work you need the beer because you need to relax because you work so hard. What kind of reward is this? Nach der Arbeit brauchst du dann ein Bier, weil du so hart gearbeitet hast und dich entspannen musst, aber was ist das für ein Lohn? If you work for dust and then you reward yourself for working for dust? Wenn du für Staub arbeitest und dich dann dafür belohnst, dass du für Staub gearbeitet hast. What kind of reward is this? Was ist das für eine Belohnung? That is a very limited kind of reward system. Das ist ein sehr begrenztes Entlohnungssystem. As if there's nothing more in this life. So als ob es nicht mehr in diesem Leben geben würde. We are much more than sparrows. Sorry? We are much more than sparrows. Wir sind viel mehr als Spatzen. God hears every sparrow fall. Gott hört, wie jeder Spatz vom Himmel fällt. Every hair on your head that falls. Jedes Haar, was uns vom Kopf fällt. He said, how much more valuable you are than the lilies or the sparrows. Und er sagt, wie viel mehr Wert habt ihr als die Spatzen oder die Lilien? Don't say to God, but this, but that. Sag nicht zu Gott, aber dies, aber jenes. Because he's your boss. Denn er ist der Chef. Not your Arbeitsboss. Nicht dein Chef auf Arbeit. That's just flesh and blood. Das ist nur Fleisch und Blut. I'm talking about your Creator.
Ich rede von deinem I'm Schöpfer. Speaking about priorities, my friends. Ich rede hier über Prioritäten. I'm not talking about losing your job and not earning any money now. Es geht mir nicht darum, dass du deine Arbeit verlierst und kein Geld mehr bekommst. But there's more than just a job. It's more than just living. Aber es gibt mehr als eine Arbeit, mehr als Leben. Being pleasant to the Lord. Dass man dem Herrn wohlgefällig ist. And that he smiles on you. Und dass er lächeln kann. And he gives you the true prosperity. Und dann gibt er uns die wirkliche Wohl, das wirkliche Wohlergehen. Wohlergehen, not just a job. Nicht nur Arbeit. Wohlergehen is not Arbeit. Wohlergehen is something more. Wohlergehen ist mehr. Let us close this now. Wir wollen hier zum Ende kommen. Have salt in yourselves, Jesus says. Jesus sagt, hab Salz in euch selber. You will preserve your life, you will preserve other people's lives. Wenn du dein Leben bewahren kannst, kannst du das Leben von anderen Menschen bewahren. You'll be in the business of healing, liberating. Du hast die Aufgabe zu heilen und freizusetzen. Making people happy and you in the process you are happy yourself. Wenn du Menschen glücklich machst, dann wirst du in diesem Prozess selbst glücklich sein. Finally. Und zum Schluss. And be at peace with one another. Seid in Frieden untereinander. Peacemakers create peace, and you are bonded with one mortar, and that is peace. Friedensstifter schaffen Frieden, und ihr werdet dann mit einem Band zusammengebunden sein als Friedensstifter, und dieses Band ist Frieden. Amen. Amen. That's the mortar between the bricks. Das that keeps dieser, the house together. Das ist der Mörtel, der zwischen den Ziegelsteinen ist, der das Haus zusammenhält. Right? It stands. Und dort, das hält. This is the house we are building. Und dieses Haus bauen wir. This is the end time message. Das ist die Endzeitbotschaft. There's nothing more than this. This is the highest. Danach kommt nichts mehr. Das ist die höchste. Everything falls under this Aaronic blessing. The Lord keep you, bless you, lift up his countenance on you, be gracious to you and give you what? Peace. Das ist das, was, oder nee, alles ist unter diesem aaronitischen Segen. Der Herr segne dich, er behüte dich, er erhebe sein Angesicht auf dich und über dir und gebe dir Frieden. Twice he says, lift up his face. Das heißt zweimal in diesem Segen, dass er sein Angesicht über dir erhebt. You already know what face is synonymous with. Ihr wisst inzwischen, was dieses Angesicht bedeutet. Huh? Wer weiß es? Gegenwart, genau. God's presence. I mean, when I am in your presence, das ist die Gegenwart Gottes. Das heißt, wenn ich in deiner Gegenwart bin, I'm only interested in blessing you. Dann bin ich nur daran interessiert, dich zu segnen. When the ark ended up at Obed-Edom, als die Bundeslade in Obed-Edom war, on the last tour I showed you the place where we were, that we stopped. That was the first stop. Ja, wir haben auf der letzten Tour dort angehalten. Das war unser erster Stop. And God blessed him out of his socks. Und da hat Gott diesen Mann dort, wo die Bundeslade war, über alle Maßen gesegnet. And he did not want to part with this Ark of the Covenant. Und er wollte diese Bundeslade nicht mehr loslassen. But they had to bring it back to Jerusalem. Aber sie musste ja nach Jerusalem zurück. So, from Kiryat Yearim. See, he was so blessed. So, the presence of God was there. Dort war die Gegenwart Gottes. And God blessed him. Und Gott hat ihn gesehen. He lifts up his countenance once, he lifts up his countenance twice, and he's gracious to you. Ja, er hebt sein Angesicht einmal über dir, er erhebt es zweimal über dir, und er ist dir gnädig. His presence is there. He comes from this side, he comes from that side, he comes from every side, surround you. Seine Gegenwart ist hier, und er kommt von dieser Seite, und er kommt von jeder Seite, und er umrundet dich. And the cream on the cake is always peace. Und die Creme auf dem Kuchen ist immer Frieden. Always. That's the last word. Das ist das letzte Wort. In that word, everything that we speak about is und in fastened. Diesem einen Wort, von dem wir hier geredet haben, ist alles andere eingefasst, now, enthalten. If you begin to walk in peace in your body, wenn du jetzt beginnst, mit Frieden in deinem Körper zu gehen, let's say your liver is saying, oh, it hurts a little bit here. Wenn zum Beispiel deine Leber sagt, mir geht's ja nicht so gut. No. Peace to you. Nein. Relax. Frieden, ruh dich aus. Oh, my sei back entspannt. Is hurting. Oh, my back. Und wenn mir mein Rücken wehtut. No. Relax. Peace. Nein. Peace to you. Entspann dich. Frieden. Line up with the peace of God. Line up with the peace of God. Sei in einer Linie, im gleichen Schritt mit dem Frieden Gottes. Hufte.
Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Hüfte. I said Shalom. Ich habe gesagt Shalom. Determined. Dann musst du manchmal etwas bestimmt sein. And so on and so on. If I had known that message earlier, wenn ich diese Botschaft eher gekannt hätte, I would not lose so many hair. Dann hätte ich nicht so viele Haare verloren. I lost the hair after 40-day fast. Ich habe meine Haare nach 30 Tagen, 40 Tagen Fasten verloren. That's right. They start to come out like that. Sie sind dann einfach rausgefallen. Had I known the message of peace before my 40th year, hätte ich die Botschaft des Friedens gekannt, bevor ich 40 war, I would never fast 40 hätte ich niemals days. 40 Tage gefastet. It's unnecessary. Es ist unnötig. No fast is necessary. Kein Fasten ist notwendig. I fasted like crazy. 3 weeks, 7 days, 12 days. Ich habe wie verrückt gefastet. 3 Wochen, 12 Tage, 7 Tage. Read the Bible, prayed. Hab die Bibel gelesen und gebetet. I pay the price. Ich habe einen Preis That's bezahlt. Why I have what I have. Deswegen habe ich das, Belongs was ich habe. Es gehört mir. And this is just a reminder. Und das ist die Erinnerung daran. I pay the price. Ich habe den Preis bezahlt. But it is only the body. When I get translated like Enoch, wenn ich einmal wie Henoch sein werde, you will see my hair. Dann werdet ihr meine Haare wieder sehen. Definitely. Definitiv. Yeah, Afro. let's stand up. Wir wollen aufstehen. I'm going to bless you with Aaron's blessing. Ich werde euch mit dem Aarons Segen segnen. Now you know what it contains. You know what's happening. Und jetzt wisst ihr, was in diesem Frieden ist, was es bedeutet. Every word has a meaning and it's a Hebrew word which comes from the present time. Presence of God in the present tense. Jedes Wort hat seine spezielle Bedeutung und jedes Wort kommt aus dem aus der gegenwärtigen Zeit, aus der Gegenwart Gottes, die keine Zeit hat. The present time ushers you to the future. Die gegenwärtige Zeit bringt uns in die Zukunft. What happens now is the train you're stepping on and it will take you into the future. Was jetzt passiert, das ist dieser Zug, in den du einsteigst und der dich in die Zukunft bringt. Ivrecha Adonai Vehishmrecha Yisa Adonai Panim Elecha Vehechunecha Be gracious to you. Yisa Adonai Panim Elecha Ve'yasem lecha shalom. Amen. Isn't that wonderful? Thank you, Lord. Hallelujah. This is wonderful, huh? Peace to your bones. Wunderbar. Peace to your body. No pain anymore. Friede deinem Körper, Friede deinen Knochen. Keine Schmerzen mehr. The house, deinem the temple Haus, of the Holy Spirit. Dem Tempel des Heiligen Geistes. And everything that is in it is wonderful, wonderful, wonderful. Und allem, was darin ist.